Viele Kommentare habe ich bekommen, ich soll mehr über Ocarinas machen. Also, was mache ich? Ich habe extra mir eine Ocarina gekauft und dieses Video ist für euch. Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Adolf, das Schandmaul auf Kabau TV. Und ja, ich habe mir extra eine Ocarina gekauft. Natürlich, mein Geldbeutel ist jetzt auch nicht der vollste, also habe ich mir was Billiges gesucht. Und zwar eine 12,90 € Ocarina bei Amazon. Die war auch auf Prime, deswegen, ich bin Prime-Kunde und deswegen habe ich jetzt kein Porto extra nach Österreich bezahlen müssen. Die Ocarina ist in C-Dur, ist eine 12-Loch-Ocarina und damit eigentlich so ein Standardmodell, ja. Es ist in diesem Zelda-Blau und ist aus Plastik. Jetzt könnte man sich denken, Plastik. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Plastikinstrumente für den Anfang teilweise gar nicht schlecht sind und es sogar sehr gute Plastikinstrumente gibt. Ich habe da einige Videos schon gemacht zu dem Thema Plastikflöten. Und die hier habe ich genommen, weil sie gar keine Bewertungen hatte, weil die Bewertungen hatten, sehr oft, gerade die aus Keramik, auch sehr schlechte Bewertungen haben. Und ich wollte jetzt nichts mit schlechten Bewertungen nehmen, also habe ich besser was genommen ohne Bewertung. Ich werde wahrscheinlich demnächst eine Bewertung schreiben. Ja, ich habe es vorgestern bestellt, gestern gekriegt und heute mache ich jetzt das Video. Verzeiht mir also, wenn ich mich noch ein bisschen vergreife. Ich habe erst gestern damit angefangen, kurz mal reinzuüben. Ich verwende jetzt mal die beiden tiefsten Töne, also 11. und 12. Loch nicht. Und dann klingt das ungefähr so. Ich habe jetzt extra auch keinen Hall oder so drauf geklatscht auf die Melodie. Einfach deswegen, damit ihr wirklich den komplett trockenen Sound habt. Also ihr habt nur den normalen Raumhall, den es hier im Sauflöchel hat. Ja, meinem Drehort seit einiger Zeit. Und was kann ich jetzt dazu sagen? Am Anfang muss ich sagen, ist das ein bisschen daumenkrampfig von der Haltung her. Vor allem, weil ich natürlich am Anfang noch ein bisschen nervös bin, wo tue ich alles hin? Und dann verkrampfen meine Daumenmuskeln etwas. Etwas schwierig finde ich dann 11. und 12. Loch zu greifen. Bin ich nicht gewohnt, dass ich noch irgendwo andere Löcher suche und dann mit einem Finger zwei Löcher zuhalten muss. Aber das klingt dann ungefähr so. Also das werde ich jetzt wahrscheinlich versemmeln, aber auch egal. So klingen also diese Töne. Und dann haben wir natürlich noch das Überblasen. Überblasen kann man ja die nicht. Aber du hast ja noch ein zweites Daumenloch und dann den linken kleinen Finger, die man normalerweise bei Blockflöten nicht verwendet. Das sind noch die beiden Extratöne nach oben. Das sind die hohen Töne eben. Damit habe ich einen relativ großen Tonumfang von 13 Tönen. Also wie gesagt, wenn ich in C-Dur spiele, habe ich zwei Töne drunter noch zur Verfügung und über die None drüber dann halt noch zwei Töne. Finde ich einen guten Tonumfang. Also ich habe viele Instrumente, die nicht so einen großen Tonumfang haben. Den Klang finde ich super. Wer sich das selber schenken will oder jemand anders schenken will, weil er einfach ein günstiges, aber gut klingendes und vor allem robustes Instrument haben will. Also das Ding ist auch wurscht, dass wenn das mal ins Wasser fällt, man im Regen spielt oder es im Zuber spielt oder in der Badewanne, es ist wirklich alles total scheißegal. Ich finde das grandios. Also an der Verarbeitung, ich habe hier einen Gussrand, ja, an einem der Löcher. Den müsste ich noch wegschaben, dass es also wirklich also einen ganz sicher guten Klang hat. Ich finde es so schon recht gut, aber so diesen Gussrand mache ich halt noch weg. Kein Problem, weil ich ja Plastikminiaturen zusammensetze für diverse Spiele wie Warhammer 40k oder eben jetzt Blood Bowl. Da habe ich das Werkzeug da. So ein Gussrand ist auch mit einem Taschenmesser schnell im Pferd oder mit einem normalen Messer. Es ist also wirklich überhaupt keine Zauberei. Aber sowohl das Labium
also da, wo das Fieb entsteht, als auch das Mundstück. Es ist alles sauber gearbeitet. Ja, also ich empfehle das mal für die Leute, die mit Ocarina anfangen wollen. Wenn ihr damit irgendwas gespielt haben wollt, dann schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Ich hoffe, das Video über die Ocarina hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss, bis die Tage. Euer Arnold.